Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Obergräber mit Season. So, hier holen wir uns erstmal Flüssigdinger, ja. Holen wir uns erstmal Flüssigdinger. Dann kaufe ich mir noch eine zweite Spritze für Unkraut. Das Geld investiere ich jetzt mal. Ich habe 100.000 gekauft und habe dann endlich oft mit den Spritzen hin und her gewechselt. Das nervt manchmal ein wenig. Wenn wir die Spritze leer machen, neues reinplumpen. Einen kleinen Schlepper könnte man sich noch holen. Aber dafür fehlt mir die Kohle, denke ich mal. Ich muss ein bisschen vorsorgen für Seasons. Zwecks hier. Halt, so. Falsche Taste erwischt. So. In der Zeit, wo der nachfüllt, werde ich nochmal gucken hier. Aber meinem Glück geht das immer noch nicht. Sommer, späten Herbst. Ich muss unter die 20% kommen. Wir sind bei 34. Und wie sieht das Wetter demnächst aus? Das war's so. Wetterbericht. Wir sind jetzt uhrzeittechnisch. Gut, wo waren wir jetzt? Um die 11. Stunde. Was sind wir jetzt hier? So trocken, trocken, trocken bis 21 Uhr. Immer. Jetzt sind wir bei 30%. Bei 27%. Ja, können wir vergessen. Und dass hier wieder regnet, können wir es vergessen. Trocknungspotenzial. Okay, müssten wir den jetzt voll haben? Jawohl. So. Gucken, ob wir einen preiswerten Schlepper noch haben. Das wäre jetzt nicht schlecht. Mein Bild hat schon an die BGA geballert. Ein wenig hatte ich ja in die BGA geballert. So, rum hier, rum hier, rum. Ich glaube, die Mission kann ich vergessen. So, könnte man das denn hinstellen, die Spritzen hier? Ich würde sagen, ich stelle die dort rein, dann stelle den Körper woanders hin. Da müssen wir ein anderes Fleck suchen. Oder ich nehme eine andere für die Düngerfunktion des Übertüdelbums. So. Ganz clever gefahren. Wollte mal clever sein und auf engsten Raum wenden, ging wieder in die Hose. Wie wir sehen, geht das wieder nicht in die Hose bei mir. Ich krieg's wieder nicht hin. Und heute nicht mehr los, also Fahrerskills gleich 0. Ist ja heute belastend mit mir, obwohl wenn ich hier viel Glück kriege, muss den nebenan noch ran. So. Also, müssen wir da rübertappen. So, Dille. So, gehen wir mal in den Shop. Pflanzenschutz. Was aus ist mit drin? Plus die Dinger. 2200 Liter. 12 braucht man den Pflanzenschutz nicht. Nimm das Ding. Wir nehmen die Horde. Kaufen.
So. Haben wir uns gekauft jetzt. Gucken, ob wir irgendwelche das sind. Können wir nochmal gucken beim Schlepper. Kompakten. Und der Valtra. 65.000. Und dann überlegen wir uns noch, wenn es denn. So, apropos, hier gucken noch die Tiere, Hühner, wie seht ihr aus? Oh, könnt ihr mal einen Schluck vertragen? Ah, Schlückli könnt ihr das wieder vertragen. Werden wir gleich mal machen. Zwei Pappeneier stehen da schon wieder. Müsste reichen jetzt. Für den Innenhof wäre ein Drehschimmel manchmal nicht schlecht, aber Drehschimmel komme ich nicht klar. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So, und so, und wieder gut gefüttert. Musste alles schon kippen. So, jetzt aber. Jetzt holen wir uns die harte Spritze, machen die gleich voll und dann gehen wir mal auf unsere Wiesen und gucken mal, wie es aussieht in Sachen Unkrautbekämpfung. So, bis jetzt scheint es noch trocken zu sein. Ich gehe dann gleich nochmal gucken. Schön stehen da rum, fahren wir bei 34%, vielleicht wird es ja doch so, so ein klein wenig besser. Aber wenn das vorm Gewitter nicht wird, dann kann ich es vergessen. Dann kann ich die Mission vergessen. So viel ist dann amtlich. So, holen wir uns mal überall die Kübel da und machen die mal leer. Damit hier mal die Dinger vom Händler wegkommen, bis auf das hier mit den. So, den haben wir schon mal geleert. Und hier am Hof haben wir ja auch noch was stehen. Sieht gut aus, dann muss ich wegkriegen. Ich räume auch beim Händler langsam mal ein bisschen auf. Zeug hinten am Regal. Das hat man hinten am Regal, genau da steht's ja. So.
Jo, und hier ist eine ganz voll. Tappen mal kurz zum Drescher. Noch ist nichts anderes wird angezeigt. Prozent, ich sehe schwarz mit dem Dreschen. Welches Feld hat man noch? Die 3. Und wir sind jetzt am 18. Feld 3. Was haben wir da in der Nähe? Feld 3 ist der Viehhändler, der lebt. Gehen wir mal zum Viehhändler besuchen. Mal gucken, wo es rausgeht. Hier. So hoch rausgehen. Was fange ich mit Feld 3 an, wenn der ein Stück trockener ist? So bei 34%. Ach ja, so ist das mit dem Licht. So. Haben halt kein Glück. Scheibenkleister. Kühe will ich mir ja auch demnächst zulegen, da brauche ich bloß noch ein paar Ballenlager. Einmal für Gras, einmal für etwas für Heu brauche ich eins, für Silage und Stroh. Das Ding, was nächstes Mal muss ich erstmal Strohlager setzen. Das erst hoch und runter machen, wenn er ausgeklappt ist. Was ist denn das für ein Scheißteil? So, aber es hat mehr Arbeitsfreiheit. Aber ich muss ja das Ding bis ganz oben hin machen. So, Hammer. So, gehen wir mit Unkrautbekämpfung jetzt einfach rein damit. Wo ich überall Unkraut habe, schnipse mir das komplette. Und das ist praktisch, das ist genauso breit wie das Feld. Das ist gut, das ist sehr gut. Und gute Investition, das Teil. Muss ich jetzt mal so sagen, das war clever investiert. Jetzt muss ich ein Stück rüber. Kommt da ein Baum. So, gucken wir mal Unkraut. Wiese 1. Ist weg. Ich bin auf der 2 und Wiese 3 ist noch Unkraut drauf. Okay. Schnipst mal hier rüber und runter. Nicht mit den Tierrohr brauchst du noch einen Ballenauflöser. Zum Einstreuen sind da Standardstände sind, nehme ich ja keine Ballen. Ach ja, so ist das. Ja. So, ist hoch und.
liebsten mal hier so lang. Jetzt auf jeden Fall, dass wir alles erwischt haben. Trotzdem. Da wird schon ganz hoch gesogen, das Ding. So, fahren wir es auch schon mal hier unten an der Ecke rum. So, und. So, letzte Bahn. Unkrautbekämpfung. Feld haben wir hier. So, muss man hier gucken, dass wir das hier über den Zaun alles kriegen. So, hallo. Wir hinten das Eckel hier und dann haben wir es geschafft, alles mit Unkraut, Vernichtungsmittel vorbeugend besprüht. Zusammen das stimmt und auf geht's. Komm, klapp zusammen den Stuhl hier, so krieg bist du gar nicht. So, haben wir schon mal das alles fabriziert und vertüdelt. So, Gewitter soll gegen 18 Uhr kommen. Das wäre in 6 Stunden. So, gucken wir, ob wir hier noch leer zutschen können, dass wir die Dinger langsam loskriegen. Muss man schön das öle Fach reinstellen hier. Ah, leer bist du. Und fast leer. So, Hammer. Passt ne? Ist das denn da ernst? Das passt ne? Warte mal. So, jetzt passt er rein. So, das machen wir jetzt, außer die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Ja so. Also.